Das war gerade nur Fanny und das irgendwie für 2 Sekunden. So 1086 Kilometer zur Grenze. Alex haben wir hinter uns gelassen, der ist einfach ohne uns abgehauen. Haben sie aber zurückgelassen? Ich meine, das war auch vielleicht mein Plan, aber das zählt ja nicht. Hätte nicht machen sollen, Frechheit. Nächstes Mal begraben wir den Jungen. Wir begraben ihn. Wir werfen ihn in einen Busch rein und dann hat er gar nichts mehr zu lachen. Aber ich glaube, wir haben sein Hacking-Gerät, ne? Oh mein Gott, wir haben seinen wertvollsten Besitz geklaut. Zoe! Treffen wir Zoe beim Trampen? Oh, ich hoffe. Oh, wir werden bestimmt von den gleichen Wellen mitgenommen, oder? Ich hoffe ja. Ich will Zoe unbedingt wieder treffen. Ja! No concessions. Given all the hostility, it's normal the police would get violent. Wait, you're saying the police are justified in using violence? I'm glad you're here. Now I'm not the only one subjected to this. Gott, ich bin so froh, dich endlich wiederzusehen. Danke fürs Mitnehmen. Jeff, what good will come of that? Looting is reasonable. Oh Gott, die sind ja die ganze Zeit nur am Streiten. Hallo, ihr habt fremde Menschen im Auto. Wahrscheinlich. Ist das ihr Vorspiel? Ich glaube ja, das macht die bestimmt geil. Ah, so gross. Well, I guess I can't have this conversation with you, can I? So, you're one of us, aren't you? Natürlich bin ich einer von euch, ja. I knew you were a crosser, like me. I can smell it on you, literally. Wonach rieche ich denn? Ich rieche wahrscheinlich nach Dreck oder so. Nicht über meinen Geruch? Ich denke schon. Die scheinen nett zu sein, also. Oh, was denn? Klar, was denn für ein Spiel? Oh, warum so eine Musik? Das andere klang besser. Oh, ranziges Trinken. Warte, was hast du gesagt? Tut mir leid, ich war gerade beschäftigt mit ranziger Cola. Ich habe mal gegen meine Oma verloren. Ja, ich bin ziemlich krass. Also, du kannst uns nicht schlagen. Mach nicht dieses Spiel. Okay, wir machen das. Ich mach da rein. Wie war das noch? 5 gewinnt, oder? Dann so. So. Oder was 4 gewinnt. Wenn es 4 gewinnt war, ich weiß nicht mehr, ob es 4 oder 5 war. Ich habe ein bisschen Angst. Ich würde gerne eine Sache machen. Ach du blöde Kuh. Sag mal. Das macht die mit Absicht. Wieso hast du gewonnen? Warte, lass mich das gucken. Ich verstehe das nicht. Ach so, hier. Denn 4 gewinnt, nicht 5 gewinnt. Okay, ich verstehe. Hm? Tyrek? Oh mein Gott, mögen die Tyrek? Das ist aber nicht gut, wenn die Tyrek mögen. Ja, natürlich, los geht's. Ich hoffe, die wissen nicht, dass wir zur Grenze wollen. Also, naja, illegal über die Grenze. Diesmal macht die uns nicht fertig. Komm, leg beim zweiten hin. Komm schon. Dankeschön. Nicht über mir. Ach, Gott sei Dank. Wie bringe ich sie dazu, dass sie das nicht tut? Wenn ich einen mache und sie einen da macht, dann muss ich da hinten... Oh Gott. Muss hier hinsetzen. Ganz wichtig. Ich hasse dieses Spiel. Das ist absolut nicht meins. So. Aber die kriegt 4, wenn wir da hinten legen. Da müssen wir aufpassen. So, hier. Aber wir können auch, wenn wir hier liegen und sie da nicht rüberlegt. Sie hat rübergelegt, schade. Verdammt. Verdammt, da habe ich nicht drauf geachtet. Ah, ja, so dieses Spiel. Ja.
big girl. Ich ehrlich gesagt mag ich das nicht. Kein Kommentar. Sie scheint es zu mögen. Ich mag sie auch echt gerne. Die ist witzig. I've got all kinds of tapes. Here, so you remember me. Cocoon the Road. Ich bin gespannt, wie das klingt. In nächster Gelegenheit müssen wir uns das mal anhören. Also, Zoe. Warum willst du über die Grenze? To start a new life. No. To have a life. My dad thinks I'm lucky to have a big house and go to a prep school. But I'm not. Believe me. Naja, ich denke immer noch, nicht jeder ist glücklich in seinem aktuellen Leben. Sind die Dinge kompliziert mit deinem Vater? Yeah. You could say that. Und wieso? Look. I'm gonna tell you something, okay? Maybe I shouldn't, but I feel like I can trust you. My father is the minister of oil. Was? Bitte? Auf keinen Fall. Keep it down. Entschuldigung, Entschuldigung. Did you kids say something? Ah, gar nichts. Just that you have a great van? Klar, wow, einfach nur wow. Shut up. Can you go back to thinking of me like you did before? Ja, ich habe ehrlich gesagt keinen Gedanken, weil das Einzige, was ich in dem Spiel denke, ich will alle Leute trollen, so gut wie es geht. Ja, natürlich. Was habe ich vorher über dich gedacht? Ich weiß es nicht. As this exquisite being, you're lucky to share oxygen with? Ah, natürlich. Das war's. Klar, ich kann es auf jeden Fall machen. Thanks. Hey, Kids. Uh-oh. Good luck. Oh, Gott. Hallo? Can I ask you something? Natürlich. I was wondering, would you say you're political? No, not really. What about you? Bisschen. Someone who has opinions on the events in the country. Ja, klar. So since you are Jeff. Gut, Moment, vielleicht hätten wir Nein sagen sollen. What are you gonna do to change this place? Einen neuen Anführer wählen? Oh, das kann ihm nicht gefallen. Wir haben unter dem hier ist überall Tyrek. Die mögen bestimmt Tyrek. Protestieren so viel wir können. Ich bin nicht sicher, was wir tun können. Das ist, glaube ich, die beste Antwort. I don't know either. Yeah, maybe nothing can be done now. So depressing. What's certain is, it's the youth who are gonna make change happen. If it happens at all. Das ist wahr. Finally we agree on something. Puh, Gott sei Dank. Wir werden eine Veränderung schaffen. Ich kann nicht erkennen, wie sich irgendetwas ändern sollte. Na, wir sagen einfach gar nichts. Besser ist. Und die Polizei kommt schon wieder. Road control. You go over the speed limit? No. I mean, I don't think so. Das ist doch einfach nur, um uns zu ärgern. Wir wollen nur gucken, ob wir hier jung sind. Warum kommt die Musik so? Wer ist das? Ist da nicht Fanny drin? Okay, das ist irgendein... Der Typ? Everyone stay calm. Kids, let us do the talking. Hat der Typ eine Verkleidung an, der Böse? Nee, der sieht anders aus. Ja, natürlich. Road control, ma'am. License and registration. Happy to help however we can, sir. Sir, he's nothing but a road control zombie. Sei doch still. Those are your kids? Was ist dein Problem? No, just giving them a ride. I see. Wieso redest du, wenn der kommt und wir leise sein müssen? Bitte rede nicht mit mir. Warum redest du jetzt genau mit mir? Was willst du denn von mir? Wie geht es Ihnen, Officer? You all right, little lady? You seem a little nervous. Mir ist furchtbar übel von der Autofahrt. Ich habe eine ekelhafte Cola getrunken. Say, you look like one of the kids on the missing posters. Tu ich? Ich habe meinen Ausweis dabei hier. The daughter of a police officer. Ja, you? Bin ich. Wait, what? And what about your little friend here? She the daughter of anyone? Komm, wir sagen das mit dem Ölminister. I trusted you. Mein Gott, wir brauchen das gerade. Das sind keine Scherze. I'll need to see some papers, little lady. Okay, aber nur, wenn ich dein Bart streicheln darf. To make a donation to road control, Gott, die ist sauer auf uns. A donation? Ja, das könnten wir tun. Well, for a Puh. Donation, okay. I suppose I could look the other way. Die muss ich wahrscheinlich bezahlen, oder? Mann, Zoe, halt die Klappe! Oder willst du zu Fuß gehen? Oh mein Gott. Bitte. Das ist das erste Mal, dass ich keine angespannte Situation haben möchte. Sei still! Halt die Klappe!
Alter, die Klappe! Oh mein Gott, wir wollen doch über die Grenze. Warum nervst du denn so? Du hättest aber nur still sein sollen. Schlag ihm ins Gesicht! Spuck ihn an! Oh mein Gott, der wird dir auf den Boden. Was soll das denn? Was? Wir können das so nicht einfach weggehen lassen. Nee, nee, wir helfen ihr. Komm, schlag den Polizisten. Schlag ihm ins Gesicht! Warum sind wir eigentlich direkt rausgefallen? Also bin ich jetzt einfach zurückgelassen worden? In der Wüste? Ich bin einfach zurückgelassen worden. Und wir können Zoe nicht helfen. Und die anderen werden auch ohne uns wegfahren, nicht wahr? Ganz ehrlich, wieso ist sie auch so blöd? Die versuchen schon, den Officer zu bestechen und sie muss einen auf... Ich bin ein eigenständiger Teenager. Ich muss meinen Mund aufreißen. Ich muss die ganze Zeit sagen, was ich zu sagen habe, weil ich bin in der Pubertät und niemand hat mir was zu sagen und mir kann niemand was tun. Das ist immer so der Gedankengang bei diesen Menschen. Voll abnormal. Und jetzt bekommst du ins Gefängnis oder eher in die Gruben. Anstatt, dass du deinen Mund hältst für so ein paar Minuten. Ah. Es eskaliert. Jetzt haben wir nicht mal mehr eine Mitfahrgelegenheit. Ach so, ich mochte dich so. Warum bist du so dämlich? Dass sie uns danach auch nicht mehr mitgenommen haben, verstört mich ehrlich gesagt. Die haben einfach akzeptiert, dass wir rausgeworfen werden. Ich frage mich auch, was passiert, wenn wir... Oh, nobody's supposed to be here. Ich frage mich auch, was passiert wäre, wenn wir irgendwann mal unterwegs sind draußen, aber keine Ausdauer und kein Essen und so mehr haben. Ich weiß nicht, ob wir einfach sterben könnten. Aber wir hätten ja schon mal einmal sterben können. Oh, ein Auto. Naja, ist vielleicht nicht das beste Auto. Ich sehe es ein. Guck mal, da bin ich. Seht ihr das? Wer davon bin ich? Ich glaube, oben links bin ich. Ich glaube jedenfalls. Also muss ich jetzt nachts gleich durch den Wald wandern? Ich kann gar nicht auf die andere Seite gehen. Och nö, ich will nicht diesen komischen Mördertypen wiederfinden. Hallo? Ist hier irgendjemand? Hallo? Bitte. Papa Bam, wer auch immer da ist. Ich habe nicht vor, jetzt schon zu sterben. Was war das? War das schon Musik? Was ist das denn? Ist das ein abgebranntes Haus? Oh Gott, sag nicht, ich muss da drin schlafen. Ein alter Stuhl. Oh, eine Angel. Was hängt denn da? Irgendwas Komisches hängt da. Ey, ich kann es nicht einholen. Ist das einfach nur Müll? Oh, ich kann es nehmen. Oh. Ist aber nur ein Sammelstück. Ich dachte, jetzt finden irgendwas Cooles wie ein Leichenteil oder sowas. Leider nicht. Gott, wo sind wir denn hier geblieben? Wir hätten so ja nicht helfen sollen, Mann. Geld. Du hast eine Menge Geld bekommen. Die wird das bestimmt nochmal geklappt. Da ist jemand drin, oder? Da ist Licht an. Oh, ein Van? Oh, warte mal. Moment. Der Van ist der Van, wo wir den Psychopathen gefunden haben, der uns umbringen wollte. Und auch so ein Van hatten gerade die Leute, mit denen wir mitgefahren sind. Sind das die Leute von der Brigade? Wenn ja, dann sind wir doch ein Ziel für den Typen geworden, weil er weiß... Weil er glaubt, dass wir da mitgefahren sind und ein Teil von denen sind. Oh, das wäre gar nicht gut. Ich höre hier so viele Sachen und es gefällt mir nicht. Wie bereits gesagt, ich will kein Horrorspiel spielen. Ranzkohle. Ah, geil. Schon richtig aufgemacht von irgendjemandem getrunken, der eine fette Erkältung hat. Stand on Mitch! Oh mein Gott. Hallo. Wir müssen nach unten gehen. Wir müssen zu denen gehen. Komm schon. Ich will Stan und Mitch wiedersehen. Das waren meine Lieblinge. Hallo. Kann ich klopfen oder so? Stan und Mitch. Hey. Nee, das lassen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie die reagieren. Aber wir haben Geld geklaut, ne? Das hätten wir vielleicht nicht aufheben dürfen.
Ich denke mal, wenn wir oben weitergehen, werden wir wahrscheinlich über das Brett fallen oder das Bett bricht ab und dann fallen wir sowieso da rein. Also von daher. Ich hab sie vermisst. Ich hoffe, wir treffen sie. Komm, bricht zusammen. Ich bin hier oben. Und wir sind zusammengebrochen. Nice. That's not the creep after Sonya, is it? Nope. Kid ain't nothing but a hitchhiker. Tie her up. Ey, bitte nicht mich fesseln. Ich helfe. Ich habe Geld. Told you she wasn't dead. You were right. Guess I owe you 5 big ones. I don't have it on me right now. Hallo. But I will as soon as we rob the kid. Oh, bitte. Wo bin ich denn? This is Stan and I's hideout. Pretty nice, don't you think? Hat seinen eigenen Flair. Oh mein Gott. Bitte, ich hab kein Geld. Ich bitte, 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 ich hab kein Geld. In case you didn't notice, we're the ones giving the orders. Maybe I'll have to show her the beast. Was für ein Biest? Nein, bitte fass mich nicht an. Warte, ich mein Geld. Ich brauch das. Wir können nicht arm sein. Nein! Bitte! Mein ganzes Geld! Mein ganzes Geld! Ich dachte, ich mag euch! Was ist das? Ich beiß dich! Komm, beiß ihn ins Bein! Oder beiß ihn in die Weichteile, dann heult er! Bitte, ich brauche das, um über die Grenze zu kommen! Bitte, bitte, bitte! Bitte, nur ein bisschen! Wenigstens 50! Aua! Hey! Bitte! Ich mochte Stan und Mitch. Was ist das denn? Bitte? Wonach sucht ihr denn? Oh, knacken! Guck mal, ich kann helfen! Ich kann helfen! Ich kann helfen, wenn ihr mir mein Geld wiedergibt. Ich kann aber helfen. Ich weiß gewisse Dinge. Bitte gib mir eine Chance. Und gib mir nur mein Geld wieder. Oh, endlich wieder nicht mehr auf dem Boden liegen. Ja, ich helfe. Hundertprozentig, klingt fair. So we're trying to find out when the killer's gonna attack. We know he's planning to strike at the wall, but we don't know the date. We got some of his letters and things right here. When he's gonna attack is somewhere in them. We just know it is. Okay. Okay. Today marks the anniversary of Lola's death. Oh, er ist das. Oh mein Gott, er ist das. Do you know when that was recorded, Stan? Yeah, sometime in 1994. Er ist dieser komische Typ, der uns auch umbringen wollte. The 8 years, Lola. Der Juni, der 6. Juni. So, we know the girl's birthday. Ist das? He says he's gonna act on his kid's birthday. 12. Dezember 1993. An Schlaf ist nicht mehr zu denken. Ich verbringe meine Nächte im Büro. Plane, plane und plane noch mehr. Ich weiß jetzt, dass ich es an Lolas Geburtstag tun werde. Ja, Sonja Sanchez. Und die Brigaden werden für ihre Taten bezahlen. Darauf kann sie wetten. Dann weiß ich aber wann. Moment. Das war am 6. Juni. Warte, am 6. Ich hoffe, der 6. Juni wird richtig sein. Okay. Wieso ist denn Bruno zuerst? Wer macht das denn? Das ist ja seltsam. Der 6. Der 6. 6. Okay. I don't think that's it, kid. Yeah, that don't look was? Aber ist doch der 6. 6. Nicht der 6. 6. Aber... Habe ich den Monat verwechselt? Verdammt, aber ich dachte an den Geburtstag, das hast du doch gerade gesagt. Das war doch der 6. 6. Ich habe 6. 7. doch noch. Hier sind ja noch mehr Briefe. Oh Gott, okay. Okay.
Liebe Lola, heute wärst du 23 Jahre alt geworden. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden, aber bei mir scheinen sie wieder aufzureißen. Dennoch habe ich beschlossen, dass dein Geburtstag kein Tag des Todes sein sollte. Ach, verdammt, Mann, dein Ernst, Typ. Ah, auch wenn sie es verdient haben. Heute wird immer der Tag sein, an dem mein kleines Mädchen geboren wurde und nichts weiter. Damit bleibt nur ein Tag für meine Rache, der Tag vor 10 Jahren, als du sagtest, dass sich alles verändern würde. Es hat sich verändert, aber nicht so, wie du merkst. Vor 10 Jahren, als sie das gesagt hat. 5. September 1986. Das ist genau vor 10 Jahren. Papa, Herr Winters meint, ich soll niemanden kontaktieren. Aber ich denke, ich sollte es dir sagen. Wir brechen morgen früh auf und werden in 4 Tagen etwas tun, das alles verändern wird. Eines Tages wirst du verstehen, warum ich den Brigaden angeschlossen habe. Okay, also entweder ist der 5. September oder der 9. September. Guck mal, wir können die auch theoretisch fragen. Okay. Wird eine Tage. Der Tag vor 10 Jahren, als du sagtest, dass es sich verändern würde. Wir haben nur noch eine Chance. Also am 9. sollte das sein. Ich denke, es wird der 9. September sein, oder? Was steht da oben? That guy seriously disturbed, Stan.